Jetzt kommt er aber. True Blackie müsste er eigentlich heißen, aber er wird einfach nur Blackie heißen, weil es wäre sonst doof. Ah ja. Ein bisschen Blackie ist er auf jeden Fall. Hallo Blackie! So. Jetzt testen wir eben. Ich habe Streifi, ich habe Yellow Fresh, ich habe Blackie, ich habe Force Blackie, ich habe... Einer fehlt da noch. Pappnase, genau, Pappnase habe ich. Und ich habe Ducky Junior. Ich habe Pappnase vergessen, tut mir voll leid, Pappnase. Bist du mein Bester hier. So. Expeditionszentrum wäre auch nicht verkehrt. Am besten gleich daneben bappen. Man hätte doch eine Reihe bauen können, die das Ganze. So. Wunderschön. Damit ich weitere Expeditionen machen kann. Und mir damit quasi auch Geld holen. Ne? So. So ein bisschen Industriegebiet hier mal simulieren. Kommt das dann noch an? Ach, das andere kommt an. Kein Problem. So, denn auf Expeditionen gehen kostet mich ja nichts, aber es bringt mir Dinge, die ich verkaufen kann. So ganz nebenbei. Das will man ja auch haben. So, ab geht's. Ich habe bestimmt... viele neue Sachen. Ach ja. Warum auch nicht? Teilweise erschöpft am Arsch. Uff, vieles Neues. Mayasaurer. Was? Kenne ich überhaupt nicht. Torosaurus. Raguex, sehr toll. Oh ja. Hier habe ich drei, die ich schon habe. Und zwei neue. Hier habe ich einfach nur alles. Ach, immer doch. Kostet doch Geld, die Expedition zu machen. Verdammt. Egal, ich fange einfach damit an. Ich meine, ich könnte jetzt hier zu den anderen Inseln gehen. Und es da erforschen, um mir das Ganze zu erleichtern. Wäre natürlich auch eine Idee. Noch Platz für einen teuren? Nee, natürlich nicht. Den will ich gar nicht reinholen hier. Mann, der ist billiger, sehe ich gerade. Der Koritosaurus. Ich muss mal gucken, was Ducky Junior verträgt zu anderen Leuten. Ich meine, es war ein bisschen mehr gewesen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 1 bis 25, siehst du. Das heißt, ich hole es bei den anderen rein. Zack. Bop. Ich hoffe nur, es ist hier genug Platz drin, aber ich gehe eigentlich schon davon aus. Könnte ich da rein, theoretisch? Ja, gut, kann ich gar nicht gucken, ohne Geld. Dank Ihren Bemühungen sind unsere Besucherzahlen gestiegen. Danke, da könnte doch eins hin. Habe ich ein Tor hier drin? Liebe deine Arbeit. Habe ich nicht. Das ist das Credo der Unterhaltungsabteilung. Showbusiness. Und brauchst aber einen Zaun. Tacagno zeigen Sie, wie man das macht. Dafür haben Sie sich eine Belohnung verdient. Danke dir. So. Brauche ich hier rein direkt? Ja, warum nicht? So, vielen Dank für das Geld. Übrigens. Aha, Forschungskosten. Was auch immer. Weiß ich immer nicht, was es genau macht. Habe ich jetzt weniger Forschungskosten? Habe ich mehr Forschungskosten? Forschungskosten. Nach die Spielhalle, ja schön. Ich hab gesunken, Sie haben alles den hier. Auftrag mehr als nur erledigt. Ich erledige dich gleich, sage ich dir. Sollen wir doch nebenbei die anderen mal machen. Einfach nur... Oh oh. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Nee, lass mal. Habe ich noch nicht. Will ich auch gar nicht haben momentan. Einfach zu wenig Geld für. Dr. Dua. Großes Umspannwerk. Ja, gut. Holen wir uns von ihr mal eine Mission. Weil ich will nicht, dass sie alle wieder ablehnen und dann nämlich sabotieren, weil das Risiko so hoch ist. Das tut ja auch nicht Not, ne, wa? Also, Aufträge. Ranholen. Sehr geil. Auftrag? Sie? Ich dürfte doch richtig dicht dran sein schon. Ich habe vorhin schon 70.000 gehabt und das ist ja schon eine Weile her. Ah, gut. 80.000 haben wir noch. Egal, ich wollte... Ach, ich mach schon. Kann ich aber schon mal... Zweiten dafür. Die hat, glaube ich, nicht so viel Toleranz. Also ich muss, glaube ich, echt in das... In den anderen Park zurück, um das zu checken. Ich hätte es echt gerne... Ich weiß nicht, warum es hier nicht drin ist. Das ist total doof irgendwie.
Hätte man nicht machen sollen. Aber der bekommt eine andere Farbe. Na? Kann ich mir gar nicht geben. Ach so. Bist komplett einfarbig. Wie langweilig bist du denn? Naja, gut. Wenn es nicht hilft, dann hilft es halt nicht. Tada! Spielhalle. Hätte ich die mal nicht abgerissen davor. Naja. Wie sieht es hier eigentlich aus? Oh, 7 Leute bloß? Nicht so viel. Aber doch nicht mehr, wa? Aber ich kann jetzt hier ein bisschen runtergehen, weil ich brauche jetzt so dringend das Geld nicht mehr. Jetzt kann ich die allgemeinen Preise humaner gestalten. Vielleicht kommt dann auch wieder mehr rein. Kann sein, dass ja auch lange sicher, dass das Ganze runtergegangen ist, weil es eben doch zu teuer war. Gut möglich. So, mal einen Toleranzpunkt freilassen dabei. Hier sogar 2 freilassen, würde ich sagen. Ich habe es ja gerade nicht mehr ganz so nötig. Ich habe ja einigermaßen Einkommen, ne? Da muss man es ja nicht übertreiben mit dem Verschrecken der Gäste. So. Okay. Lassen wir ihn frei. Komm raus! Ach, du bist Ducky. Hier ist viel mehr Ducky als der andere, glaube ich. Ja, okay. Wie die Musik doch von dort abgespielt wird. Das merkt man immer. Hier rangehst, ist es links im Kopf. Hier ist rechts im Kopf. Oh, der ist gar nicht sozial, der Gute. 2 bis 24. Super, riesige Gruppe. Gut. Top. Genau richtig hier drin. Nennen wir ihn Solosaurier. Nee, ist da Quatsch. Da riecht ja noch jemanden. Elvis. Weil er so einen komischen, naja, keine Elvis-Locke, aber so einen komischen Kamm hat. Was ja alle von der Sorte haben und der andere auch. Aber ist ja jetzt erstmal egal. Zählt hier das Prinzip. Noch Edmonosaurus rausholen. Und noch ein Kuri züchtifizieren. Hallo Edmundo 2. Tja. Aber ich habe jetzt schon Probleme, die Namen hier alle im Kopf zu behalten. Das ist schon wahr, wenn ich drüber nachdenke, ja. Macht aber nichts. Namen sind cool. Hier. Duckys Freund. Oh. Heißt er. Top Name. Ausgezeichnete Arbeit bei diesem Auftrag. Arbeit. Sehe ich auch. Unser Forschungsbudget ist jetzt abgesicherter. Geil, ne? Dass man alles machen kann. Oh, was passiert nun? Also, das war's schon? Für die nächste Insel? Ach nee, doch nicht. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. Und darum ist dieser nächste Auftrag auch so interessant. Hm. Ja. Sollten sich das wirklich ansehen. Dauert ein bisschen, ne? Das Geld zu haben. Ich mach's mal so. Ich habe ja später noch Zeit dafür. Nur mal, um eine Vorstellung zu bekommen, wann die... Hier ist gleich eine Mission. Aber ich bin sicher, wenn ich schon was... Ich kenne den Typen. Wenn er schon steht, aggressive Produkte. Und ich weiß ja zufälligerweise, dass die Dinosaurier immer als Produkte bezeichnet werden hier. Werde ich hier wieder wie ein T-Rex, keine Ahnung, was machen müssen. Dafür habe ich das Geld noch nicht für die fetten Zäune. Also, vergiss es. Da könnte ich eigentlich schon die Mission hier annehmen. Weil bis die da kommt wiederum... Ich weiß nicht genau. Und das kann ich sowieso nicht machen. Ich habe das Geld nicht dafür. So weit bin ich auch lange noch nicht. Also für beides noch nicht das Geld. Ah ja, naja. Hier haben wir es. Ach mal, schon wieder ein Triceratops, Verwandter. Haben wir ja noch nicht genug von. 100.000, siehste? Expeditionskosten kamen wieder rein, einfach so. Oh, erschöpfter Standort hier. Das ist ja ein Ding. Oh, ist so viele neue Saurier, was zum Teufel? Und ich habe so wenig Platz vergleichsweise. Man muss sich am Ende echt einigen, was man davon haben möchte, ne? Ich meine, der Anfang ist immer klar. Ich meine, so viele in Amerika sind, weiß ich auch nicht. Der Anfang ist sowieso klar mit, nicht Dillos, sondern eben mit, den Strodomosauriern. Das ist ganz, ganz logisch. Zack. Was anderes lässt das Geld gar nicht zu. Aber da kann man ja irgendwann sagen, ja, Anfangsgehege hier, okay. Mit diesen, diesen und diesen. Und der Rest muss aber dann besser gemacht werden, anders gemacht werden, weil das wird sonst zu langweilig irgendwie. Mach mal so einen hier rein noch, wa? Das hat sie bald zu wenig Essen. Ranger-Station wäre auch langsam mal sinnvoll. Ganz langsam.
Ich überlege gerade. Baue ich dann direkt hier noch ein kleineres Gehege hin? Und da ist ja Quatsch. Da müsste ich aber wieder gucken, wie ich das mit dem Hammond-Forschungslabor mache. Da würde ich hier einen Ranger hinbauen. Oder hier irgendwie, keine Ahnung. Dann käme hier das irgendwann noch das große Ding hin, wie es schon war ursprünglich. Hotel könnte ich vielleicht sogar noch dahin packen. Wenn ich das Wasser hier wegmache. Ah, Entscheidung, Entscheidung. Entscheidungen, Entscheidungen. Alles nicht so leicht hier im Jurassic Park World Evolution Gedöns. Hallo! Ne? Ach ja, da ist er. Da tut so, als wenn er Tyrannosaurus wäre. Ist er aber nicht. Hat aber eh nicht kleine Fingerchen da vorne und Arme. So. Bist von anderer, aber hier nicht mal Ducky Strike. Ja, ich habe viel Ducky gerade im Kopf. Ich weiß auch nicht, wieso. Sind alles Duckys irgendwie. Was soll ich machen? Hab ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein Land voller Zeit. Die haben sich das ausgedacht. Beschwert sich euch bei denen. Ganz einfach. Genug Wald. Mich doch nie, wann die zu wenig Platz haben. Ach, guck mal. Geborgenheitsschwellenwert. Das habe ich bisher noch nie irgendwie beachtet. Also 10% kann das variieren bei ihm hier alles. Bis er da sich unwohl fühlt, oder wie ist das gemeint? Beziehungsweise, wahrscheinlich sind es eher 10%, die schwanken. Wenn irgendwie Sturm sowas ist. Das ist ja, dann weiß ich ja, warum dann die Velos austicken, wenn sie nur knapp da dran sind an dem Limit irgendwie, dann 10% haben. Ja, 20%, guck keine Ahnung. Ah, ja. Na, es ergibt sich langsam was. Hier bekomme ich kein Geld von, das ist ja nicht so schön. Ja. Oh Leute, es sind echt zu viele Stellen hier zum Abrasen, das ist schlimm. Okay, Ranger, aber trotzdem so langsam. War auch mal eben doch irgendwann. Da war doch. Ich mal erstmal gucken. Kann ich es wenigstens angucken? Moment. Ich kann es nicht mehr auswählen, weil ich in der Größe mal gucken. Weil müsste ja eigentlich ziemlich genau hier reinpassen, ne? Dem Strom bin ich mir nicht ganz sicher. Dann baue ich den Ranger halt wirklich daneben. Wobei der jetzt nicht so riesengroß ist, der Ranger. Also hier so hin wäre gut, denke ich. Ja. Möglichst dicht am Wege lang. Andererseits, wenn ich nachher natürlich ein Dings machen will, eine Schienenbahn, ist es vielleicht gar nicht so günstig, das da hinzustellen. Ah, ich ein bisschen Platz lassen sollen. Ah, wird schon schief gehen. Doch, der wächst direkt an da? Ich glaube nicht. Ah. Natürlich nicht, aber ja, zu leicht. So, jetzt aber. Ist auch doof, was hier automatisch immer dieser Weg ist. Naja. So, habe ich jetzt zwei von jeder Art mindestens? Oh. Ich habe drei von denen hier, aber nur einen von dem. Toll, und der braucht zwei mindestens. Oh. Ich dachte, ich hätte doch einen Kuri in Auftrag gegeben. Ach, halt doch. Doch einen Kuri, siehst du. Komm, noch einen dritten Kuri machen hier. Zack. Kein Strom. Ah! Ach so. Der Ranger. Nicht Problem. Nix Problem. Überhaupt nix Problem. Wir haben ja hier gleich. Na? Ist dazwischen gestopft? Tatsache. Noch ein bisschen. Wunderschön. Klick. So. Ich hole mal eine Mission von dem hier, einfach nur wegen dem Sabotagerisiko, was ich ein bisschen runterhauen möchte. Zack. Auch wenn das kontraproduktiv ist für den Rest. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun ja, okay. Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Mache ich ja schon. So. Auf jeden Fall, Dinosaurier-Tennis läuft ja schon ganz gut hier irgendwie. Das finde ich tatsächlich erstaunlich. Aber beschweren werde ich mich deswegen garantiert nicht. Wäre schön doof. Was fehlt noch an wichtigen Gebäuden eigentlich? Habe ich. ACU, na gut, ist auf Dauer natürlich auch wichtig.
Hätte ich Geld dafür, aber habe ich ja nicht.